Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von SkyTee im C-Block-Variante. Hallöchen, Pöpöchen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer wunderbar. Was heißt wie immer? Das stimmt jetzt so auch nicht, aber heute geht's mir wirklich... Ich bin zwar totenschlapp, aber so geht es mir sonst super. Was ist heute das Thema? Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, was das Thema ist. Und da würde ich dann tatsächlich auch heute mit anfangen. Mal gucken, ob es da so ein oder zwei gibt, die das interessieren. Ich habe geredet über Geld und Rücklagen. Und ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, Geld und Rücklagen, also vor allem Rücklagen, sind wichtig. War mir tatsächlich nie so wirklich bewusst. Und auch da werde ich jetzt ziemlich offen drüber reden. Ja, weil, warum nicht, ne? Warum nicht? Wir haben Seawater. Wir gucken mal ganz kurz, wie das war. Und dann geht's weiter. Sorry. Seawater, okay, alles klar. Kann also wieder da rein. Genau, also, wie gesagt, ich war leider nie so einer, der immer gesagt hat, okay, Rücklagen sind wichtig. Ich habe mir sehr, sehr viele Sachen auf Kredit gekauft, muss ich leider sagen, wie es ist. Also, ich habe sehr, sehr, sehr viele Schulden gehabt und habe zum Teil immer noch welche. Bin aber jetzt auch gar nicht so, also ich sag jetzt nicht, oh, scheiße, sondern eher so, ja, es ist passiert, ne? Es ist auf jeden Fall passiert, so, und ist es scheiße? Ja, auf jeden Fall. Habe ich daraus gelernt? Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich da auf jeden Fall, hey, schafft euch Rücklagen. Und diese Rücklagen habe ich mir ein bisschen anders geschaffen. Und habe mir viele Rücklagen durch Kryptos gemacht oder erfarmt, sage ich mal so. Und bedeutet, ich habe einen Krypto-Bot am Laufen. Jetzt schon seit 2 Jahren knapp. Müssten fast 2 Jahre sein. Und bin mit dem super, super zufrieden. Genau, was macht er und wie funktioniert's? Ist eigentlich ganz einfach. Er handelt die ganze Zeit für mich. Bedeutet, es ist ein sogenannter DCA-Bot. Und der... Wait, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Da. Er kauft und verkauft. Bedeutet, er kauft's zu irgendeinem Wert X und sobald Wert X erreicht ist, verkauft es wieder. Bei mir ist es 1%, also sobald er 1% gestiegen ist, verkauft er den wieder. Wenn er X% wieder fällt, also ich kaufe jetzt einfach, ich sage einfach mal, wir machen ein Beispiel. Ich kaufe ein Krypto für 10 Euro, für 10 Euro, sobald er 11 Euro erreicht, verkauft er ihn. Okay, das stimmt auch nicht, aber ist egal. Das sind jetzt Beispielwerte, um das besser zu veranschaulichen. Und wenn er 9 Euro runtergegangen ist, also auf 9 Euro gesprungen ist, dann kauft er tatsächlich dort nochmal einen Coin für 9 Euro nach. Und somit ist der Einkaufswert nicht mehr 10, sondern die Hälfte 9,5. War das richtig? Ja. Dann wäre der Einkaufswert 9,5. Wenn jetzt also der Krypto wieder auf 10,5 steigen würde, würde er wieder diesen 1% haben. Also es sind eigentlich 10%, aber ne, ihr wisst, wie ich meine. Dann würde er wieder verkaufen. So, und das mache ich eigentlich so schön die ganze Zeit. Hab da so ein bisschen was mit zusammengespart. Und dieser läuft. Was ist ein bisschen? Aktuell kann ich sagen,
Ich gebe jetzt einfach mal eine grobe Richtlinie, also eine ganz grobe Richtlinie, weil so genau kann man das nicht sagen, weil ne, jeder weiß, Krypto geht hoch, geht runter, geht rechts, geht links, geht in alle Himmelsrichtungen, nur nicht nur nach oben. Und ich sollte mir vielleicht noch so ein Bonsai-Ding machen, fällt mir gerade mal so auf. Ja, was ist es also jetzt gerade der Wert? Der Wert ist zwischen, und das sage ich jetzt einfach mal zwischen, 0,25 bis 1,50% pro Tag pro Einlage. Ich hoffe, man hat das verstanden. In dem Fall heißt es einfach, ich habe beispielhaft 10.000 Euro. Würde er also, wenn es gut läuft, 150 Euro machen. Wenn es schlecht läuft, würde er 25 Euro machen. Bin ich da richtig? Ne, das wären 1.000. Okay, nehmen wir 1.000. Nehmen wir 1.000 Euro Einlage, dann bin ich besser. Aber ja, also 0,25 bis 1,50% pro Tag pro Einlage. Das ist aktuell so mein Wert. Und das macht er safe. Also diese 0,25 macht er safe. Aktuell liegt er... Ich müsste reingucken. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, aktuell liegt er bei 0,70. Also 0,70% pro Tag. Ja. Dort ist kein großes Vermögen eingepflanzt. Ich suche gerade Clay. Und das ist nur den Rest Clay, glaube ich. Da ist jetzt kein großes Vermögen drin. Es reicht, dass ich es als Einlage sehe. Und da muss ich auch sagen, es ist meine einzigste Anlage. Ich habe nirgendwo. Also ich habe noch ein kleines Konto, wo noch ein paar Euro drauf liegen. Aber sonst liegt alles im Krypto. Heißt also, ich hoffe, Kopf, Klopf, ne? Krypto geht niemals weg. sonst ist meine Einlage weg. Aber ja, das ist so meine kleine Anlage, die ich habe. Ich bin da eigentlich ganz fein mit. Muss man da aber auch halt wieder so ein bisschen so, jeder möchte da gerne was anderes haben, ne, ist mir auch verständlich. Ich habe damals tatsächlich mit Kryptos ein bisschen angefangen, bin auch schon was länger da drin. Leider habe ich den Bitcoin, den ich damals mal hatte, oder die Bitcoins, die ich damals mal hatte, habe ich leider nicht mehr. Also das ist es jetzt nicht. Aber dadurch, dass sich das halt immer weiter vermehrt, kann ich damit halt auch relativ gut Sachen abbezahlen und vorzeitig aus irgendwelchen Verträgen raus und bla bla bla. Also ich gebe ein Beispiel, ich habe ja mein Auto abgegeben für die Abgabe. Vorzeitig musste ich 2.000 Euro bezahlen. So, und diese 2.000 Euro habe ich zum Beispiel nur von Kryptos bezahlt, also von dem reinen Gewinn. So, ja. Ist halt wirklich nicht viel. Es kommt halt immer so ein bisschen raus, mal mehr, ein bisschen mal mehr, mal mehr und mal mehr, mal mehr und mal ein bisschen weniger. Es kommt halt immer drauf an, so, hey, was macht denn der Kryptomarkt selbst gerade so ein bisschen? Daran ist das ja auch immer so ein bisschen festzumachen. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden damit. Ich muss nicht viel dafür tun und auch da sage ich einfach mal so, wie es ist. Falls ihr da mehr wissen wollt, auch da kann ich gern mal vielleicht ein Video zu machen. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Dann würde ich euch das so ein bisschen genauer erklären. Dann würde ich das vielleicht mal einfach hier als kleiner Zwischen... Ey! Als kleinen Zwischenspoiler mal komplett auftun, was und wie ich es mache und mit welcher Software und bla bla bla. Ist fast für jeden machbar. Man muss halt nur wissen, wie viel man investieren möchte. Ein guter Freund von mir hat jetzt investiert und der hat auch ein bisschen mehr investiert, soweit ich weiß. Und er hat letztes Mal gesagt, okay, alles klar, das ist schon viel. Ja, also ich glaube, der hat irgendwas um die 10.000, 15.000 Euro da eingezahlt. Und der hat, glaube ich, ganz gut damit verdient inzwischen oder verdient damit ganz gut. Ich sehe das eigentlich daran, dass er gut verdient. Ich kriege hin und wieder immer noch ein paar Partnerschaftseinnahmen. Also heißt, ich habe dem geworben damals und da kommen, an guten Tagen kommen da auch gern mal $20 nur als Einnahmen
von dort rüber. Also es ist also ganz gut. Das läuft eigentlich ganz gut, würde ich behaupten. Achso, hier solltet ihr Wasser rein. Einen Augenblick. Ja. So, das sind so meine größten, ich sag mal, Ausgaben und auch mein größter, kann ich das einfach, ne, kann ich nicht, so, was heißt Ausgaben, ne, also ich investiere aktuell gar nichts, weil, wie gesagt, Wohnung, bla bla bla, auch für die Wohnung wird da jetzt ein bisschen Geld rausgehen, ne, und deswegen, so, ich sag immer, die Einlage, die ist immer so zwischen 2.000 und 10.000 Euro, so dazwischen, mal mehr, mal weniger, es kommt halt immer drauf an, so, hey, welche Ausgaben habe ich? Muss ich irgendwas ausgeben? Muss ich irgendwas Dringendes bezahlen? Bla 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 bla. Deswegen mal mehr, mal weniger. Aktuell ist es ein bisschen weniger wegen dem Auto alleine. Ja. Und jetzt wegen dem Umzug wird da auch noch mal ein bisschen was wegkommen. Schlussendlich, weil, glaube ich, werde ich da auch irgendwie noch nicht mehr so viel haben, wie ich gerne hätte. Aber hey, shit happens. Dafür mache ich keine neuen Schulden, beziehungsweise kaufe mir alles sofort. Ne? Also das ist für mich inzwischen sehr, sehr, sehr wichtig geworden. Heißt also, immer wenn ich jetzt eine Neuanschaffung tätigen muss und möchte, gucke ich aktuell tatsächlich immer darauf so, okay, kann ich es mir leisten? Kann ich es mir kaufen? Habe ich das Geld dafür? Das ist inzwischen ganz, 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 ganz wichtig geworden bei mir. War früher nicht so. Warum war das früher nicht so wichtig? Kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube, ich habe immer gedacht, okay, man, ich lebe nur einmal, ich möchte was erleben. Den Gedanken habe ich auch immer noch, aber mit dem Hintergedanken so, hey, du möchtest auch noch irgendwas nicht für die Zukunft oder für später haben, aber du möchtest diese Rücklagen haben. Ne? Und diese Rücklagen habe ich halt nie geschaffen. So, das war halt wirklich, wie gesagt, ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Rücklagen waren für mich immer so, pff, ja, für was braucht man denn Rücklagen? So, und das ist halt jetzt gar nicht mehr. So, du kriegst wieder ein Crush-It. Mhm. Hast du inzwischen was gefunden? Ne, immer noch nicht. Muss da was, vielleicht was anderes rein? Müssen wir gleich mal gucken. Wir hatten, haben. Also, Geldthema ist ein wichtiges und sollte auch auf jeden Fall ein wichtiges sein, egal für wen. So, du hast Wasser, du hast das. Chance 75. Ah, Request Skill Touch. Alles klar. Okay, Silk Touch. Ich glaube, Silk Touch haben wir jetzt noch nicht. Dann können wir das eigentlich direkt so umcraften. Warum gehe ich eigentlich da rein? Ich doof. Wir können ja direkt hier reingehen. Und zwar, wie viel brauche ich denn? Brauche ich da noch mehr von? Wir gucken mal. Oder kriegen wir eins umsonst? Wir kriegen keins umsonst. Nein, wir kriegen eins umsonst und eins fehlt noch. Ja, okay, alles klar. Und das machen wir uns mal ganz kurz. Ja, das ist also so dieses Thema Geld. Wie gesagt, nicht jeder redet gerne über Geld. Ich sag so, ja. Ja, weil ich würde auch über mein Gehalt reden. So, ich hab da halt keine Berührungsängste. Und so, der eine verdient mehr, der andere verdient weniger, der andere verdient gar nichts und der andere macht das. Ne? Also ich sage immer so, ich bin super, super glücklich aktuell mit meinem Verdienst. Ich bin super, super glücklich so, wie ich gerade lebe und was ich mache und wie ich es mache. Und ich glaube, das ist wichtig. So, das ist wichtig. Ja, es gibt immer mal wieder so die Phasen, wo du dir selbst denkst, boah, muss das denn jetzt schon wieder sein? Aber schlussendlich muss ich sagen, das habe ich mal gemacht. Ich muss gerade mal gucken, wie wir jetzt hier weiter. Ey, irgendwie bin ich gerade durch das ganze Gebabbel. Bin ich gerade raus. Warte. Durch das ganze Gebabbel. Das. Genau, das haben wir gesucht. Du möchtest. Hä? Warte mal, brauchst du da drin keinen? Wait a minute. Scheiße. Okay, müssen wir gleich nochmal gucken. Das müssen wir gleich nochmal gucken. So, das möchten wir. Das ist möchten wir.
Wait a minute. Da braucht er auch nichts, die Sau. Achso, das ist dasselbe. Seawater. Okay, alles klar. Ein Wasser mit einem Sand, das war es. Das habe ich gesucht, das Rezept. Ja. Ich glaube, also da, wo ich drauf hinaus möchte, man muss einfach selbst mit sich glücklich sein und mit sich im Reinen sein. Also, und wenn man das inzwischen, oder wenn man das ist, ich glaube, dann ist auch einem einiges mehr egal als andere Dinge. Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an. So. Ja, doch, ich bleib bei dieser Aussage. Ich glaube, dann ist es einem ein bisschen mehr egal als, ja. Wie gesagt, es hört sich wirklich blöd an, wenn ich das so sage, aber es ist halt wirklich so, ne? Also, seitdem ich für mich so denke, so, okay, alles ist easy, alles ein bisschen besser, alles ein bisschen, ne, lebe ich auch einfach ein bisschen besser. So, ich bin gar nicht mehr so oft so angry, so ein bisschen aggro, bisschen, ne, Ich nehme das Leben eigentlich inzwischen so, wie es kommt. Und da sollte man sich einfach, man sollte das, wie soll ich das sagen, man sollte das Leben nicht zu ernst nehmen. Hört sich halt auch wieder falsch an, ne? Das sagt halt auch jeder. So, aber man sollte einfach leben, ne? Und vor allem ein großer Punkt ist Leben und Leben lassen. Ein Kölscher-Spruch. Der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Leben und leben lassen. Wenn irgendjemand in deiner Umgebung Scheiße macht, ja, dann lass ihn doch Scheiße machen. Muss dir doch egal sein. So, guck mal, funktioniert. So, das ist halt ein Punkt, wo ich immer denke, so, oder früher immer gedacht habe, boah, jetzt steht der da im Halteverbot, bla, bla, bla. Und ich fahre mit dem Fahrrad und irgendjemand steht mir da im Weg, weil, keine Ahnung, ja, dann ist das halt so. Ich reg mich da inzwischen gar nicht mehr so auf, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Was habe ich da jetzt gemacht? Okay, wir müssen noch mal ganz kurz warten. Das habe ich zum Beispiel, das baue ich zurzeit immer mehr ab. Ich war früher nie so. Ich habe mich früher über jeden Kack aufgeregt und sehr schnell aufgeregt. Aber ich weiß nicht, also so die letzte Zeit nimmt das immer mehr ab und ich finde das super cool, dass das abnimmt, weil damit wird man einfach ein ganzes Stückchen ruhiger, man ist ein ganzes Stück glücklicher, also vor allem da, das ist ein Punkt, dem muss ich sagen, ich bin wirklich viel, viel glücklicher seitdem. So, und von daher, vielleicht ist es gut, dass sich ein paar Dinge immer in einem Leben ändert. Ja, ich weiß es nicht. So, wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, woran es liegt. Gold, einen Augenblick. Wir suchen mal ganz kurz die Goldpflanze. Worauf ich auch wieder hinaus möchte, weil ich ja weiß, dass jemand hier zuhört, es liegt auf jeden Fall nicht an dir oder ich kann es ja auch offen sagen, also es liegt jetzt auch nicht an dem Auszug meiner Tochter. Das war ja immer, oder das war lange Zeit ein Gedanke von mir. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass meine Tochter ausgezogen ist? Aber das ist es halt nicht. Ich habe das auch schon, wo meine Tochter noch hier gewohnt hat, was mache ich da? Habe ich das halt immer mehr gemerkt, dass ich schon wie ruhiger werde. Und ich habe das aber nie irgendwie für voll genommen. Ja, das kann man so sagen. Also ich habe das nie wirklich für voll genommen. Also es ist einfach so nach und nach passiert. Das habe ich halt gemerkt. Aber das hat jetzt per se nichts mit diesem Auszug zu tun. Ich rede oft über diesen Auszug. Fällt mir gerade mal auf. Keine Ahnung. Ich glaube, da hat auch jeder... Ich glaube, man wird einfach im Alter ruhiger. So. Laute Musik höre ich übrigens immer noch gerne. Und am besten so hart wie möglich und so laut wie möglich. Von daher, ja. Aber mir fallen jetzt gerade noch so ein paar Themen ein, die ich wirklich gern mal loswerden möchte. Ich glaube, ich mache noch eine Aufnahme. Ich habe ja eben schon gesagt, ich mache heute wohl drei. Ich mache heute drei.
Deswegen, wir machen noch hier eben die Pflanze zu Ende. Und zwar für Lapis. So, dann haben wir nämlich jetzt auch eine Lapisblume. Wir brauchen, nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja noch der Dingen da. Dafür bräuchten wir aber das da. Soweit ich weiß, nee, das da. Das da nicht. Haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Wir machen noch mal ganz kurz einen kleinen, kleinen Haufen Gravel. So. Und dann bauen wir uns das mal ganz kurz zusammen noch. Klack, klack. Okay, so. Und dann haben wir nämlich den nächsten Step auch so gut wie fertig. Da ist mir gerade was aufgefallen. Deswegen bauen wir noch mal ganz kurz eine Axt. So. Dann packen wir die auch noch mal da eben rein, da rein. Dann flutscht da auch das der Redstone. So, das kommt einmal rein und das da kommt einmal rein. So, der Baum wächst auch schon. Und somit haben wir auch das Lapis schon fertig. So, ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr denn Lust habt, auch wieder in der nächsten Folge wieder. Und sage bis dahin, tschüss.